Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mana, der Weg der schwarzen Macht. Ich bin's wieder, euer Paddy. Zwischendurch war mal kurz gestorben, deswegen ist es jetzt noch ein bisschen umgestellt. Also Gargantua, der lebt bei uns diesmal noch. Und ja, aber trotzdem an derselben Stelle. Jetzt geht's wieder darum, die letzte Ebene zu schaffen. Zack. Los geht's. Ich biete dir eine letzte Chance, Cornelius. Ich möchte ungern mein Eigenfleisch und Blut umbringen. Schließe dich meinem Königreich an, sonne dich in seinem Glanz. Alles, was ich von dir verlange, ist deine Loyalität. Moment mal. Eigenes Fleisch, hat er gesagt? Heißt das... Okay, mein Sohn. Bei den Göttern, Lucan, aber du bist tot. Wie? Die Pforten der Geisterwelt können sich für einen kurzen Moment öffnen, Cornelius. Geh zur Seite, Bruderherz. Das ist nichts für dich. Du kannst Cornelius jetzt nicht mehr helfen. Ist er dein Bruder, Lucan? Sagt er die Wahrheit? Merlin war mein Adoptivbruder. Wir hatten gewisse Meinungsverschiedenheiten. Er brachte Arthur dazu, mich aus Albion zu verbannen. Aber wer ist mein Vater und was ist mit meiner Mutter? Deine Mutter war Viviane, die Frau, die ich einst liebte. Doch nach deiner Geburt hat sie mich betrogen. Lucan weiß, dass es die Wahrheit ist. Cornelius, ich bin dein Vater. Na toll. Nein, Merlin. Viviane betrug dich schon lange vor der Geburt von Cornelius. Aber willst du damit sagen, nein? Ja, ich bin der Vater von Cornelius. Ein Geheimnis, das ich bis heute für mich behalten habe. Deine Identität musste ich so lange geheim halten, Cornelius, um mit meiner Arbeit nicht zu früh Merlins Aufmerksamkeit zu erregen. Nein, Lügner! Lüge! Na, wie schmeckt dir das, die bittere Ironie, Hexenmeister? Du bist der, der die ganze Zeit die Welt täuschen wollte und wurdest selbst hereingelegt von deinem eigenen Halbbruder. Du wirst nicht lang genug leben, um diesen hohlen Sieg genießen zu können. Also, er ist jetzt unser Vater. Tolle Familienzusammentreffen hier. Okay, gehen wir los. Yes. Wir haben hier schon mal ein paar Ritter mit hingestellt. Yes. Und ihr seht schon, bei Lucan irgendwie... sehen wir jetzt noch nicht mal mehr. Der ist jetzt schon schwarz hinterlegt. Okay. Das backt jetzt wahrscheinlich etwas rum hier. Okay. So, weiter, weiter. Wir müssen hier echt weiter. Wir dürfen den Hexenmeister hier nicht entkommen lassen. So, weiter geht's. Beziehungsweise hier keine Kreaturen durchlassen. So, ihr Ritter, ihr geht mal hier hin. Wo ist Ariane? Die ist natürlich direkt wieder dort. Oh je. Ich hab's geahnt. Schutz. Du stirbst mir hier nicht weg, Ariane. Ich hab's geahnt. Dir kann man nicht vertrauen. So. So, hier den tun wir mal ausschützen. Zack, der ist auch vernichtet. Okay, ihr kommt alle mit. So, du setzt dich mit hier drauf. Okay, wir müssen jetzt den Hexenmeister finden. Der ist mittlerweile schon hier.
und versucht, Gargantua zu seiner Seite zu bringen. Und hat es geschafft. Verdammt. Er hat unser Verbündeten auf seine dunkle Seite gebracht. Aber danke, Gargantua, du hast sehr gut gekämpft. Jetzt müssen wir dich leider vernichten. So, ich hoffe, wir schaffen das hier. Erstmal die abzufangen. Er darf einfach nicht hier durchspazieren. Uns müssen wir schützen. So, ihr müsst echt hartnäckig bleiben. So, bleibt auf jeden Fall hartnäckig. So. Los, auf ihn drauf, auf ihn drauf. So, alle sind ja auf ihn drauf. Die letzten HP fallen von dem Hexenmeister. Ich kann es kaum glauben. Wird es jetzt klappen? Es sieht sehr übel aus um ihn. Wir werden trotzdem immer weiter zaubern, immer weiter. Oh Mann, die letzten Stunden schlagen. Die letzten Sekunden. Ich kann es kaum glauben. Er versucht sich noch zu wehren. Jetzt brennt es noch. Und... Ah, nein! Mein Königreich, mein Ruhm, alles zerstört! Meine Macht gehört dir, Cornelius. Gehe durch das Portal und du wirst den Thronsaal entdecken. Nimm den Titel des Pendragon an und regiere an meiner Seite. Umarme dein Schicksal. Hohes Gericht der Ordnung, ihr leidendes Chaos, gebt mich frei. Wirst du den Platz des Hexenmeisters einnehmen? Willst du wirklich die mystischen Königreiche regieren, Cornelius? Ich bin noch völlig durcheinander. Doch meine Seele strebt nach Hause. Du musst den Thronsaal betreten, Cornelius. Halt den Schnabel, Hermes. Dein Rat ist in dieser Angelegenheit nicht von Bedeutung. Komm mit mir, Ariadne. Wir könnten gemeinsam regieren. Es tut mir leid, Cornelius, aber ich kann nicht mit dir gehen. Meine Heimat ist Ägea. Ich kann meine königlichen Pflichten nicht länger vernachlässigen. Der Hexenmeister ist tot. Jetzt kehrt wieder Frieden ein in den geschundenen Königreichen. Ich verstehe. Ich bin ein alter Mann, ausgezehrt vom Kampf. Meine Jugend ist nichts weiter als ein Schatten, eine Erinnerung. Nein, das stimmt nicht. Ich... Ariadne, ich werde mich bemühen, nach Hause zurückzukehren. Vielleicht kann ich dort meine Jugend wiederherstellen. Irgendwie. Denn ich sehne mich nach den Jahren, die mir versagt worden sind. Vielleicht ist das ja ein Blick in meine Zukunft. Ich werde einen Weg finden, nach Ägea zurückzukehren. Ich will noch einmal an deiner Seite stehen. Mit der Stunde deiner Ankunft wird mein Leben neu beginnen, Cornelius. Lebe wohl, Ariadne, Geliebte. Wow. Ein letzter, alles entscheidender Kampf. So, ihr macht euch mal zur Seite. Wir werden jetzt frohen Mutes durch das Tor schreiten. Unser Vater ist jetzt leider tot, aber hat uns bei diesem Kampf sehr gut unterstützt. So, die letzten Meter. Und ja. Lasst uns durchs Portal schreiten. So, dann schauen wir mal. Sieg!
in deines Emrys. 0 von 0 Punkten. Also hier gab es auch gar keine Punkte zu erwirtschaften. Also hat das auch keinen Schaden an unserer Zaubererwertung genommen. Die ist immer noch bei 99%. Also wäre es egal gewesen, welchen Schwierigkeitsgrad wir hier nehmen. Okay. Schaut selbst. Das letzte Video. Cornelius hat sich als großer Zauberer erwiesen. Ich bin froh, dass ich ihn für meine Zwecke auserwählt habe. Nachdem er den Hexenmeister getötet hat, ist es mir gelungen, das Amulett an mich zu bringen und mich aus der Rabenform zu befreien. Als ich wieder Morgan Le Fay war, lud ich Cornelius ein, den Thron neben mir zu besteigen und die magischen Reiche mit mir gemeinsam zu regieren. Doch er schien mein generöses Angebot nur widerstrebend annehmen zu wollen. Also gab ich ihm meine Rabenform, damit er nach Hause zurückkehren konnte. Und das war's, meine lieben Freunde. Das letzte Video. Hermes hat sich zurückverwandelt und wir haben uns entschieden, wie wir es schon gesagt haben, zurückzukehren, um unsere Jugend wiederzubekommen, um weiterhin zu Ariadne zurückzukehren, unserer Geliebten, um mit ihr die geschundenen Königreiche wieder aufzubauen, um an ihrer Seite zu bleiben. Ja, und vielleicht wird dann auch demnächst dann die Hochzeit von den beiden stattfinden, aber das werden wir leider nicht mehr mitbekommen. Ich hoffe, euch hat das Game genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ja, was dann nun als nächstes für Projekte folgen werden, das dürft ihr dann gerne noch, gespannt sein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, freue mich natürlich, wenn ihr bei den nächsten Projekten auch wieder mit einschaltet und sage bis dahin, euer Paddy und ciao.